Willkommen zur Monatsvorschau mit den neuen Spielen für PC und Konsolen im März und den Ports von bereits veröffentlichten Spielen für neue Plattformen. Los geht's mit dem neuen First-Person-Rätselspiel Maquette, das mit unserer Wahrnehmung spielt. Ähnlich wie bei Superliminal verändern Objekte hier nämlich abhängig von unserer Position ihre Größe und so können aus kleinen Rissen im Boden unüberwindbare Schluchten werden. Das Ganze ist symbolisch mit einer Liebesgeschichte verknüpft, die als Rahmenhandlung dient. Wesentlich brachialer geht's da wahrscheinlich bei Monster Jam Steel Titans 2 zu. Das Monster Truck Rennspiel kommt ebenfalls am 2. März raus und liefert neben neuen Trucks auch neue Spielwelten mit. 38 Fahrzeuge und 5 Outdoor-Welten sowie 12 Stadien stehen zur Auswahl. Außerdem gibt es neue Multiplayer-Modi und Verbesserungen bei der Physikberechnung und der Spielerkarriere. Bang on Balls Chronicles startet am 3. März auf dem PC in den Early Access und bietet Plattformer-Action in nicht ganz ernstzunehmenden historischen Settings. Los geht's mit den Wikinger-Levels, in denen es jede Menge Schätze zu entdecken und Objekte zu zerstören gibt. Das Ganze könnt ihr allein oder im Koop-Modus mit bis zu 3 weiteren Spielern erleben. Richtig fertig soll das Spiel übrigens erst Ende 2022 werden. Im Roguelike Loop Hero steuert ihr nicht etwa den Helden selbst, der sich auf einem endlosen Abenteuer im namensgebenden Kreis befindet, sondern ihr platziert über ein Spielkartensystem Waffen, Gebäude und ganze Landschaften um den Weg des Helden herum. Die schalten wiederum Boni frei und lassen den Hero auch schwere Kämpfe überstehen. Zwischen den Loops baut ihr zudem das Heldenlager aus, um weitere Boni freizuschalten. Das 2019 vom Berliner Entwicklerstudio Yomai veröffentlichte Action-Adventure Sea of Solitude bekommt eine ungewöhnliche Neuauflage. Der Switch-exklusive Director's Cut entsteht nämlich in Zusammenarbeit mit dem Team von Heavy Rain und Detroit Become Human, also Quantic Dream. Die neue Fassung soll unter anderem eine neue Vertonung und ein ganz neues Story-Script bieten. In der Harvest Moon-Reihe haben wir meist die Aufgabe, einem heruntergekommenen Bauernhof zu neuem Glanz zu verhelfen. Dafür bauen wir Getreide und ähnliches an, ernten es, verkaufen es, kaufen nützliche Nutztiere und neue Saat, verkaufen dann wieder, was davon abfällt und so weiter. Neu in Harvest Moon eine Welt oder Harvest Moon One World ist tatsächlich das, die Welt. Denn zum ersten Mal in der Reihe besuchen wir 5 unterschiedliche Regionen mit eigenen Pflanzen- und Tierwelten. Das Bogenstrategiespiel Stronghold Warlords wagt im März den nächsten Versuch einer Veröffentlichung. Nach etlichen Verschiebungen soll es nun endlich soweit sein, obwohl ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen würde. Trotzdem wird es natürlich spannend zu sehen, ob die ganzen Aufschübe gereicht haben, damit der neueste Stronghold-Serienteil den inzwischen mehr als ledierten Namen der Reihe wieder reinwaschen kann. Hinter dem First-Person-Adventure Mundown steckt im Kern nur der Schweizer Michael Ziegler, der euch in seinem Gruselspiel in die Alpen schickt und dabei auf einen Grafikstil auf Basis von Bleistiftzeichnungen setzt. Das Weltraumspiel X4 Foundations bekommt im März seine 2. Bezahlerweiterung. Die liefert mit den Terraner-Fraktionen neue Stationen und Raumschiffe und natürlich mit dem Erdsektor auch neue Gebiete zum Erkunden. Hinzu kommen neue Spielstarts und neue Story-Missionen. Parallel zum DLC kommt auch noch das große Update 4.0, das unter anderem Terraforming kostenlos als Endgame-Projekt ins Spiel einbaut. Am 18. März erscheint das Adventure Minute of Islands vom deutschen Entwicklerstudio Fizbin. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle der jungen Mo, die ihre Kindheit fern ihrer eigenen Welt unter der Erde bei seltsamen Riesen verbrachte. Doch als die Oberwelt von giftigen Sporen bedroht wird, liegt es an Mo, unter der Erde hervorzukommen und eine Welt zu retten, die ihr mittlerweile eigentlich fremd geworden ist. Neben einer melancholisch eindringlichen Geschichte überzeugt Minute of Islands vor allem mit seinem Zeichenstil, der ein bisschen an Tim und Struppi erinnert. Spannend daran, jede Insel ist nicht etwa in einzelne Szenen aufgeteilt, sondern als Ganzes gezeichnet. Wir laufen also quasi durch ein Gemälde. Nach einer erfolgreichen Early Access Phase verlässt das Endzeit-Aufbauspiel Endzone A World Apart nach fast einem Jahr die Steam-Testumgebung. Dazu soll es im März nochmal ein großes Update geben, das besonders für Endgame spannende Neuerungen liefert. Zudem soll bis Ende des Jahres noch eine große Erweiterung und die Umsetzung für Konsolen folgen.
Borderlands 3 bekommt im März die nächste Inhaltserweiterung aus dem zweiten Season Pass. Nach den enttäuschenden Inhalten des Designers Cut soll der Director's Cut mit einem neuen Raid und einer Detektiv-Quest-Reihe für mehr Begeisterung bei den Fans des Loot-Shooters sorgen. Ob das allerdings wirklich klappt, muss ich noch zeigen. Bislang klingen die neuen Inhalte recht überschaubar. Auf dem PC gibt es das Rennspiel Can't Drive This schon seit 2019 im Early Access, doch damit ist bald Schluss. Im März steht der richtige Release an und damit auch die Konsolenveröffentlichung. In Can't Drive This geht's darum, dass ihr ein Fahrzeug schnell genug über die Strecke steuert, damit ihr nicht explodiert. Allerdings wird die Strecke gerade noch von euren Mitspielern gebaut, was die Sache nicht gerade einfacher macht. Wem die Farming- und Alltagssimulation Story of Season Pioneers of Olive Town seltsam bekannt vorkommt, der hat recht. Die Entwickler der Reihe sind nämlich auch für einige Teile der Harvest Moon-Serie verantwortlich. Ähnlich wie dort geht es auch in Pioneers of Olive Town darum, einen alten, verwahrlosten Bauernhof wieder auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig dem nahen Dörfchen Olive Town zu mehr Tourismus zu verhelfen. Dank über 200 saisonaler Events wird das Säen, Ernten, Verarbeiten und Verkaufen auch auf lange Sicht hoffentlich nicht langweilig. Space Base Startopia ist das neue Aufbauspiel der Dungeons-Entwickler. Als Nachfolger zum 2001er Startopia sollt ihr auch in dem neuen Spiel das Innenleben einer Raumstation aufbauen und managen. Dabei führt euch eine Story-Kampagne in die Mechaniken ein und erklärt, wie ihr die drei sehr unterschiedlichen Decks der Station richtig nutzt. Zudem könnt ihr Space Base Startopia auch im Koop spielen oder im PvP gegen andere Stationsmanager antreten. Balan Wonderworld ist ein farbenfroher 3D-Plattformer, den ihr allein oder im lokalen Zwei-Spieler-Koop per Splitscreen erleben könnt. Das Besondere an dem Jump'n'Run sind über 80 verschiedene Kostüme, die besondere Spezialfähigkeiten freischalten und euch so immer neue Wege bieten sollen, die Level zu erkunden und Gegner zu besiegen. Wenn ihr Balan Wonderworld vor dem Kauf mal ausprobieren wollt, bei Steam gibt's eine Demo-Version zum kostenlosen Download. It Takes Two ist der nächste Koop-Plattformer des Studios Hazelight, die unter anderem auch A Way Out entwickelt haben. Dieses Mal geht es jedoch nicht um entflohene Verbrecher, sondern um das Ehepaar May und Cody, die sich eigentlich scheiden lassen wollen. Ihre Tochter Rose bekommt das mit und verwandelt die beiden mithilfe eines magischen Beziehungsratgebers in Puppen. Nun müssen die beiden zusammenarbeiten, um wieder zu ihrer ursprünglichen Form zu kommen. In Sachen Gameplay erwartet uns dabei eine actiongetriebene Version von Grounded, wenn wir mit Minnie May und Cody in der riesigen Welt Rätsel lösen, mit Eichhörnchen gegen Wespen kämpfen und ganz nebenbei versuchen, unsere Tochter wiederzufinden. Monster Hunter Rise ist der sechste Hauptteil der erfolgreichen Capcom-Serie und kommt jetzt erstmal nur für die Nintendo Switch raus. Allerdings ist diese Exklusivität zeitlich begrenzt, noch in diesem Jahr soll der Titel nämlich auch für den PC veröffentlicht werden. Wie der Name Rise schon andeutet, geht es beim neuen Monster Hunter hoch hinaus. Die offenen Level sollen nämlich spürbar vertikaler gebaut sein und deshalb bekommt ihr neue Werkzeuge wie den Seilkäfer oder den hundeähnlichen und kletterbegabten Palamute-Begleiter, um effizient neue Höhen zu erreichen. In A Way to the Woods spielen wir Figuren, die selten die Helden von Videospielen sind, nämlich Rehe. In diesem Third-Person-Adventure geleiten wir zwei davon durch eine seltsam menschenleere Welt nach Hause. Auf dem Weg gilt es, Nahrung zu finden, Unterschlupf und eventuell eine Antwort auf die Frage, warum die Menschen diese Welt verlassen zu haben scheinen. Wenn ihr schon immer mal ein Bösewichtshauptquartier auf einer einsamen Insel errichten und von dort aus die Welt in Angst und Schrecken versetzen wolltet, dann seid ihr bei Evil Genius 2 genau richtig. Denn hier müsst ihr nicht nur eure Geheimbasis aufbauen und verwalten, sondern auch Superschurken auf Missionen rund um die Welt aussenden. Gleichzeitig sollte das Versteck mit jeder Menge Fallen vor Spionen geschützt werden, damit die Möchtegern-Geheimagenten euren Plänen nicht in die Quere kommen. Narita Boy ist ein stylischer Plattformer mit Metroidvania-Elementen und einer Spielwelt, die ein bisschen an Tron erinnert. Wir sind hier nämlich im Inneren eines Computers unterwegs und kämpfen im Auftrag des Motherboards gegen eine korrumpierende Codeverseuchung. Das Ganze ist von einem 80er-Jahre-Look und Sound geprägt und machte in der spielbaren Demo schon einen sehr stimmungsvollen Eindruck. Mit The Binding of Isaac Repentance steht Ende März die zweite kostenpflichtige Inhaltserweiterung für den Roguelike-Hit an. Die liefert über 100 neue Gegner und Items, zwei neue spielbare Charaktere, einen neuen Endboss und ein neues Ende sowie über 5000 neue Raumdesigns. Um das neue Add-on spielen zu können, braucht ihr allerdings sowohl das Hauptspiel als auch die Afterbirth-Erweiterung.
Der Preis für den schönsten Spielenamen geht im März ganz klar an Buildings Have Feelings Too. In dem Städtebauspiel baut ihr nicht nur verschiedene Viertel einer Stadt auf und aus, sondern freundet euch auch mit anderen Gebäuden an und müsst euch um deren Sorgen und Ängste kümmern. Eines der besten Spiele von 2019 bekommt im März eine aufwendige Neuauflage. Der Final Cut von Disco Elysium liefert nicht nur erstmals eine komplette englische Vertonung des vielfach ausgezeichneten und inzwischen auch mit deutschen Texten verfügbaren Detektivspiels, auch die Spielwelt wird um neue Gebiete und neue Quests erweitert. Zudem kommt Disco Elysium auch erstmals für die Konsolen raus. Den Anfang macht jetzt die PlayStation-Version. Einen genauen Termin für das Final Cut Update im März gibt es aber leider noch nicht. Und das gilt auch für das genaue Release-Datum des Koop-Beat'em-Ups Tunchi. Darin können sich bis zu 4 Spieler durch eine handgezeichnete Welt prügeln und dem Geheimnis einer peruanischen Legende auf die Spur kommen. Vorher wollen aber jede Menge Bosse und andere Gegner besiegt werden. Machen wir mit Spielen weiter, die im März noch für neue Plattformen kommen, also mit den Ports. Und da macht die PS5-Version von Yakuza Like a Dragon den Anfang. Falls ihr Yakuza 7 schon auf der PS4 gekauft habt, bekommt ihr das Upgrade auf die grafisch verbesserte Version kostenlos. Neben 4K-Support liefert die Next-Gen-Variante auch kürzere Ladezeiten. In Kill It With Fire sollt ihr eigentlich nur Spinnen jagen, doch dabei geht gerne mal das ganze Haus in Flammen auf. Klingt nach Chaos und ist es auch. Und es ist ein großer Spaß, der nach dem PC-Release im letzten Jahr jetzt auch noch für die Konsolen rauskommt. Fast 5 Jahre nach der ursprünglichen PC-Fassung und ein paar Monate nach der Switch-Umsetzung kommt der Twin-Stick-Shooter Postal Redux am 5. März auch für die PlayStation 4 raus. Den Gerüchten nach sollte Apex Legends ja schon diesen Monat für die Switch erscheinen, aber wie das so oft bei Gerüchten ist, sie entsprachen nicht ganz der Wahrheit. Stattdessen kommt der Free-to-Play-Shooter, der Titanfall-Macher, jetzt aber im März für die Nintendo-Konsole raus. Dass Crash Bandicoot 4 noch für PC und die Next-Gen-Konsolen rauskommt, ist eine sehr gute Nachricht, denn das ist ein verdammt guter Plattformer, der eigentlich schon auf den alten Konsolen viel zu gut aussah, um nicht auch in die neue Generation herübergeholt zu werden. Das düstere Fantasy Souls-like Pascal's Wager wurde ursprünglich für Mobile-Geräte veröffentlicht und dort oft als eines der besten Spiele der letzten Jahre gelobt. Jetzt kommt eine Definitive Edition mit verbesserter Grafik und allen bislang veröffentlichten Inhalten für den PC raus. Die Ankündigung einer Neuauflage von Stop the Zombie Rebel Without a Pulse war einer der wenigen Momente, in denen sich mein Kollege Michael Obermeier mal wirklich wie ein kleines Kind über einen Remaster freute. Zu groß sollten die Erwartungen aber nicht sein, bis auf höhere Auflösungen und ganz kleine grafische Anpassungen wird diese Wiederveröffentlichung wohl wenig Neues bieten können. Noch bevor dieses Jahr die große und komplett neue Story-Erweiterung für Kingdoms of Amalur veröffentlicht wird, kommt im März erstmal das Remaster des Hauptspiels auf die Switch. Wenn ihr also etliche Stunden an Rollenspiel-Action sucht, seid ihr hier genau richtig. Crystal Dynamics glückloses Koop-Action-Spiel Marvel's Avengers kommt am 18.03. mit grafischen Verbesserungen und kürzeren Ladezeiten noch für die Next-Gen-Konsolen raus. Zeitgleich wird auf allen Plattformen der neue Hawkeye-DLC kostenlos veröffentlicht. Wer das Spiel auf den alten Konsolen hat, kann zudem ohne Zusatzkosten auf die neue Fassung upgraden. 1,5 Jahre nach dem Release für PC, PS4 und Xbox One kommt der Koop- und PvP-Shooter Plants vs. Zombies Battle for Neighborville noch für die Switch raus und liefert alle Inhalte mit, die bislang noch zusätzlich für die anderen Plattformen veröffentlicht wurden. Overcooked All You Can Eat wurde ursprünglich als Remaster der ersten beiden Serienteile inklusive aller DLCs für die neuen Next-Gen-Konsolen veröffentlicht. Jetzt kommt die verbesserte Spielesammlung aber auch noch für den PC und die alten Konsolen raus. Nachdem im Zuge der Pleite von Telltale Games mit Tales from the Borderlands eines der besten Episoden-Adventures in letzter Zeit gar nicht mehr zum Verkauf angeboten wurde, ist das Spiel jetzt wieder zurück und kommt auch endlich noch für die Switch raus. Mit Yakuza 6 auf PC und Xbox One ist die Serie auch abseits der PlayStation endlich komplett spielbar, zumindest was die Hauptteile der Reihe angeht. Wenn ihr also mal hunderte Stunden in der storylastigen und oft auch abgedrehten Welt von Yakuza verbringen wollt, ist spätestens jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg gekommen.
Nach dem großen Erfolg auf den alten Konsolen und auf dem PC ist es wohl keine große Überraschung, dass das Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 jetzt auch noch für die neuen Konsolen rauskommt. Ende des Jahres soll dann sogar noch ein Port für die Nintendo Switch nachgeliefert werden. Auf den neuen Konsolen unterstützt das Spiel 60 FPS bei nativen 4K und sogar 120 FPS bei einer 1080er Auflösung. Und noch eine klassische PlayStation-Serie kommt jetzt auf den PC. Über den Epic Store werden im März nämlich alle Hauptteile der Kingdom Hearts-Serie und der Rhythmus-Spielableger Melody of Memory für den PC veröffentlicht. Einziger Wermutstropfen ist der Preis, denn Square Enix bietet nicht etwa eine Sammlung mit allen Spielen an, sondern will für Teil 1, 2 und 3 inklusive Erweiterungen jeweils zwischen 50 und 60 Euro haben, was gerade bei den älteren Titeln echt schon ganz schön happig ist. Nichtsdestotrotz, das war es erstmal von meiner Seite aus. Schreibt uns gerne noch, auf welche Spiele ihr euch im März besonders freut. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Fritz.